Jetzt wollen wir in diesem Abschnitt Dynamik zum letzten Teil kommen. Mal schauen, wie jetzt diese Kräfte ihre Wirkung entfalten können auf eine Masse und wie man Bewegungen jetzt berechnen kann. Wir haben bereits ein paar einfache Beispiele angeschaut. Zum Beispiel hier haben wir gesagt, wenn diese Kräfte also als Kräftesumme dann auf einen Körper wirken, dann kann man ja mit dem Newtonsche Bewegungsgesetz ausrechnen, wie groß die Beschleunigung wird. Wir haben geschaut, was ist los, wenn die Kraft null ist, und dann einige Spezialfälle angeschaut. Wir wollen aber jetzt wirklich einen Schritt weitergehen und uns überlegen, wie kann man zum Beispiel mit einem Tabellenkalkulationsprogramm ausrechnen, wie denn so eine Bewegung stattfindet, wenn diese Kraft jetzt nicht einfach konstant ist, zum Beispiel null, sondern wenn die Kraft jetzt sich örtlich und zeitlich verändert. Das ist oft der Fall. Also wenn Sie beispielsweise eine ortsabhängige Kraft wollen, da kann man sagen, wir haben vielleicht hier eine Windströmung, die da immer stärker ist, je weiter weg man da kommt. Also ein Wind, der hier am rechten Teil schwach ist und da oben stark ist. Also da kann das die Erde sein, das kann eine Windströmung sein, wo dann nach oben stärkere Luftbewegungen sind als in der Nähe von der Erde. Also kann auch eine Wasserströmung sein. Dann ist also ein Körper hier unterschiedlichen Kräften unterlegen. Wenn man da zum Beispiel einen Körper hochschießt, ist am Anfang diese Kraft nach rechts nicht so groß, und da wird sie größer. Das ist ein Beispiel. Oder eine Kraft kann vom Ort abhängig sein bei der Feder. Da ist ja auch so, dass wenn die Feder ausgezogen wird, ist die Kraft größer, als wenn sie da in Ruhelage ist. Auch da ist die Kraft, dass danach die rücktreibende Kraft, abhängig von der Auslenkung, von der Position des Körpers. Oder eine Kraft kann zeitabhängig sein. Es kann zum Beispiel sein, dass da Windstöße kommen. Also zeitlich unterschiedlich starke Windstöße da kommen. Also wie eine Welle, nicht wahr? Und danach wird danach dieser Körper, wenn das vielleicht an einem Pendel hängt, unterschiedlich stark ausgelenkt sein. Also zeitlich unterschiedlich stark ausgelenkt sein. Also viele, viele Beispiele kann man sich vorstellen, wo diese Kraft hier ort- und zeitabhängig ist. Und deshalb schreiben wir jetzt im Folgenden auch wirklich F, Kraftvektor, der vom Ort und von der Zeit abhängig sein darf. Also eine Kraft, ein Kraftfeld quasi, das auch noch zeitabhängig ist. Das ist so der allgemeine Ausdruck. Jetzt, wie geht man da vor, um sowas zu berechnen? Eigentlich ist die Sache wirklich relativ einfach. Wir gehen also von diesem Gesetz aus. Die Gesamtkraft, die also jetzt ort- und zeitabhängig ist, die soll jetzt auf den Körper wirken. Also wir haben da unseren Körper. Das soll jetzt eine Kraft sein, die jetzt an diesem Ort einem bestimmten Vektor entspricht, der aber auch noch zeitabhängig sein kann. Und die Kraft, die auf diesen Körper wirkt, das ist eigentlich dann die Gesamtkraft, die resultierende Kraft, das haben wir schon gesagt, das soll jetzt Masse mal Beschleunigung bewirken. Und wir haben auch schon gesehen, dass die Beschleunigung nach der Kinematik ja m mal die zweite Ableitung des Ortsvektors ist. Das sind zwei Striche hier. Also es geht eigentlich darum, diesen Zusammenhang, ich schreibe es nochmals auf, f von r und t gleich m mal r, zwei Striche von t, zu berechnen, also konkret Kurven zu finden, r von t zu finden, die im Raum dann eine mögliche Bewegung beschreiben, dieses Körpers der Masse m. Jetzt ist das eine Vektorgleichung, also ein Vektor links soll einem Vektor rechts entsprechen. Und das sind ja eigentlich Vektoren, sind ja diese Spalten, haben wir gesehen. Wir haben das jetzt einen Vektor, der links und rechts gleich ist, das heißt unter anderem, dass dann auch die x-Komponenten gleich sind, die y-Komponenten sind gleich, die z-Komponenten sind gleich. Das heißt, das ist eigentlich eine Zusammenfassung dreier Gleichungen. Und ich möchte jetzt die drei Gleichungen nicht so zusammengefasst weiter behandeln, das könnte man schon, aber ich möchte jetzt eigentlich der Einfachheit halber auf eine dieser Richtungen eingehen, zum Beispiel auf die x-Richtung, und sagen, ich möchte jetzt diese x-Komponente mal analysieren mit diesem Gesetz und schauen, was man da machen kann. Also schreibe ich das um. Ich habe jetzt nicht mehr die Gesamtkraft, sondern nur die x-Komponente der Kraft, fx, kann man dazu schreiben, die also vom Ort und der Zeit abhängig sein kann. Und der Ort wollen wir jetzt auch, wir wollen jetzt vor allem schauen, was in x-Richtung passiert, das heißt, ist die x-Koordinate und die Zeit hier wichtig. Und
Also es kann auch sein, dass dann auch die anderen Orte eine Rolle spielen, wenn wir das jetzt mal diese Abhängigkeit in x Richtung vor allem anschauen. Und das gibt m mal x 2 Strich von t. Ich habe dann einen Fehler gemacht, da sollte kein Vektorzeichen mehr stehen. So. Die Kraft ist Masse mal Beschleunigung in x Richtung. Das entspricht so quasi der ersten Zeile hier, dieser Vektorgleichung. Das soll immer gelten. Es soll unter anderem gelten für irgendwelche drei Punkte, die wir uns da auf der Zeitachse mal etwas spezieller anschauen können. Ein Punkt T1, T2, T3, das x von t, das verläuft dann irgendwie so, vielleicht so, x von t, könnte ein Teil sein einer Schwingung zum Beispiel, das x von t dann so sich verhält. Und wir schauen jetzt mal die drei Auslenkungen x an, als Funktion der Zeit, die drei Orte, und nennen die auch x1, x2, dann x3. Wenn also diese zweite Ableitung während dieser ganzen Kurve immer über diese Gleichung mit der Kraft zusammenhängt, ist ja überall so, für alle Zeiten, dann muss sie unter anderem auch für diese drei Zeitabschnitte hier gelten. Und das heißt, wir können, wenn die drei Zeitabschnitte nahe beieinander sind, versuchen, ob wir mit diesen drei Punkten nicht etwas mehr noch machen können, als jetzt nur einfach das aufzuschreiben. So muss es sein. Das führt uns zu einem Rezept, wie man, und das sage ich jetzt schon voraus, das wird uns nachher noch als Resultat aus der Rechnung herauskommen, das wird uns ein Rezept führen, das uns erlaubt, aus zwei Punkten, die gegeben sind, den dritten Punkt zu berechnen. Also hier drin versteckt ist eigentlich ein Rezept, wie kann man aus zwei Punkten den nächsten Punkt berechnen. Wenn man den dann hat, da kann man aus den zwei Punkten wiederum den nächsten Punkt berechnen. Man kann also hier dann schrittweise oder iterativ, wie man sagt, sich so eine Bahnkurve im Ortszeitdiagramm erarbeiten. Jetzt, wie geht das konkret? Wir müssen dazu aus der Kinematik uns kurz überlegen, was denn die zweite Ableitung bedeutet. Die zweite Ableitung ist ja Delta V durch Delta T gewesen. Also müssen uns da zuerst mal die beiden ersten Ableitungen anschauen und deren Änderung pro Zeit betrachten. Fangen wir also mal einen Schritt tiefer an. Wir haben hier diese einzelnen Messpunkte. Wir berechnen zuerst rasch, wie denn die Geschwindigkeiten aussehen, aus dem Differenzenquotienten, wie wir das gelernt haben in der Kinematik. Die Geschwindigkeit im Intervall 1, 2, V1, 2, ist ja Delta x, also x2 minus x1 durch Delta t. Und die Geschwindigkeit im Intervall 2, 3, die Geschwindigkeit hier ist diese Steigung, also V2, 3 ist x3 minus x2 durch Delta t. Delta t ist einfach immer dieser Abstand, der jeweils gleich sein soll. Und das a, oder die zweite Ableitung, also die Beschleunigung a, sage ich mal 1, 3, in diesem Intervall 1, 3, die mittlere Beschleunigung müsste man eigentlich sagen, ist dann das Delta v durch Delta t. Ich erinnere wieder an die Kinematik, Geschwindigkeitsänderung pro Zeit. Die Geschwindigkeit heißt zuerst die Endgeschwindigkeit, V2, 3, minus die Anfangsgeschwindigkeit, V1, 2, durch den Zeitabschnitt, wo diese Geschwindigkeiten aktiv sind. Das ist ja die mittlere Geschwindigkeit, deshalb ist es auch hier Delta t, die Mitte der Intervalle. Jetzt können wir reinsetzen, V2, 3, das haben wir da ausgerechnet, V1, 2 hatten wir da ausgerechnet, setzen wir das also ein und erhalten für die Beschleunigung a, Intervall 1, 3, V2, 3, das ist das hier, x3 minus x2 durch Delta t, minus V1, 2, das ist das hier, x2 minus x1 durch Delta t, und das alles nochmals durch Delta t dividiert. Jetzt haben wir da oben den gleichen Nenner, das heißt, wir dürfen diese beiden Brüche gerade direkt subtrahieren, x3
minus x2, steht hier nochmals minus x2, und dann wegen dem Minuszeichen gibt es dann hier plus x1 durch Delta t, und dann nochmals durch Delta t, das ist nach der Doppelbruchregel das gleiche, wie wenn ich das da dann Delta t im Quadrat schreibe, und da kann ich das minus x2 noch zusammenfassen, dann habe ich x3 minus 2 mal x2 plus x1 durch Delta t im Quadrat. Das ist die Beschleunigung im Intervall 1, 3, die mit diesen drei Stützstellen berechnet werden kann. Also die drei Messpunkte oder Stützstellen, die erlauben mir auf diese Art numerisch die Beschleunigung zu berechnen. Jetzt soll ja nach unserem allgemeinen Gesetz diese Beschleunigung, also unter anderem im Intervall 1, 3, gleich groß sein wie die Kraft, die da in diesem Intervall wirkt. Und wir können sagen, das ist die Kraft, die eigentlich beim mittleren Punkt x2 hier, t2, wirkt. Die bewirkt ja dann eigentlich die Krümmung und damit die Beschleunigung dieser Kurve. Wir können deshalb sagen, das ist eigentlich die Kraft, die zum Zeitpunkt x2 und t2 wirkt. Wenn wir also die Kraft kennen, wenn wir diese Kraftfelder kennen, das müssen wir voraussetzen, sonst können wir gar nichts rechnen, dann ist das hier die Gleichung, die wir lösen müssen. Und dazu haben wir diesen Trick für die zweite Ableitung. X1, 3, 2 Strich. Also setzen wir das jetzt noch ein. Die Kraft F, X-Komponente der Kraft zum Zeitpunkt X2, am Ort x2 und zum Zeitpunkt t2 muss sein m mal das hier x3 minus 2 mal x2 plus x1 durch Delta t im Quadrat. Und wenn wir jetzt das auflösen nach x3, also multiplizieren mit Delta t im Quadrat und noch durch m dividieren, dann erhalten wir fx zum Zeitpunkt x2 und t2 mal Delta t im Quadrat durch m ist gleich dieser Zähler hier. Da können wir auch gleich das minus 2 mal x2 noch auf die andere Seite nehmen, also plus 2 mal x2 minus x1. Das ist das x3. Wir haben also eine Möglichkeit, das x3 zu berechnen, diese Gleichung, also dieser Punkt hier x3, der Höhe x3 hier, diesen dritten Punkt zu berechnen, indem wir die zwei vorgehenden Punkte einsetzen und dann noch mit diesem kleinen Trick hier modifizieren, nämlich wir müssen die Kraft bei diesen Koordinaten und Zeitpunkt t2 kennen und das auf diese Art verrechnen. Also das ist das Rezept, wie man aus zwei Punkten den dritten Punkt erhält. Also ich muss x2 kennen, x1 kennen und kann daraus dann aus diesen beiden Punkten das x3 berechnen mit diesem Rezept da oben. Dann habe ich ja das x3 und kann dann mit x2 und x3 das x4 berechnen und dann als x3 und x4 das x5, wie auch immer das dann aussieht. Ich finde diese Sache so einfach wie genial, und man kann damit Planetenbewegungen berechnen, man kann damit komplizierte Schwingungen berechnen, mit Reibung, mit Zusatzkräften. Man kann auch die Kraft mal 0 setzen, schauen, was dann passiert. Das haben wir ja schon vorher angeschaut. Eine Vielfalt von Möglichkeiten. Ich habe hier mein Skript, ich will es jetzt nicht da explizit zeigen, aber ich habe da in meinem Skript einige Beispiele. Wenn wir zum Beispiel einen Fall haben, einem Schwerefeld der Erde, schaut, wie da etwas runterfällt, den Fallschirmspringer haben wir vorher erwähnt, da bekommt man eine komplette Kurve als Funktion der Zeit. Man kann auch die Geschwindigkeit berechnen, oder wenn ich eine Feder habe, die schwingt, da haben wir Reibkraft im Spiel, wir haben die Gewichtskraft dazu genommen, wir haben die Federkraft dazu genommen, da kann ich hier dieses Anstoßen der Schwingung und die nachfolgende gedämpfte Schwingung mit ein paar wenigen Zeilen Excel rechnen und simulieren. Extrem einfach. Und so weiter. Also ich bin wirklich begeistert von dieser Methode. Sie ist einfach, sie erlaubt es, Dinge zu machen, die man in der Mathematik so geschlossen niemals berechnen könnte. Ich kann oft da nicht
weiterkommen, weil mir da die Mathematikregeln fehlen, um so eine Gleichung zu lösen. Aber dieser Weg über eine Tabellenkalkulation ist eigentlich möglich und bringt uns sehr weit.